der Seitenwahl auf CT. Ja, und jetzt muss es auf jeden Fall funktionieren. Jetzt muss man die erste Map abschütteln, aus dem Kopf ausblenden. Und dann geht's rein da. So sieht's aus. Vitality full equipped mit Kevlar auf der anderen Seite, Renegades. Also mit Smoke und Molotov ausgestattet. So auch noch JKS dazu. Es wird also aller Voraussicht nach. Und ähnlich wie auf Platz 2. Schnelle Runde. Ja, aber diesmal ein bisschen aggressiver von Vitality in der Main. Die ersten drei Kills gehen auf das Konto von Vitality und auch die letzten beiden. Ja. Damit. Ja. Keine 20 Sekunden gedauert die Runde, also auch Vitality. Und das ist ein wirklich guter Call auch von Vitality jetzt, dass man sagt, Leute, lasst uns direkt Vollgas Gegendruck machen. Einfach zeigen, das 2 habt ihr gewonnen, ist okay, interessiert uns aber nicht, die Map liegt hinter uns. Jetzt zeigen wir, was wir eigentlich wirklich können. Genau so sieht's aus. Und dementsprechend jetzt hier auch nochmal dabei, jetzt hier von den Renegades. Haben 2 Kills immerhin geholt. Es hätte schlechter laufen können. Vitality natürlich nochmal die Rifles eingekauft. Und da geht es jetzt hier auch mal genau auf die andere Seite der Map, Richtung B. Zumindest dem allem Veranschein nach. Das Ganze wird erstmal mit Smokes geblockt. Ja, 1,30. Jetzt kommt... Und da kommt der Go. Alex. Schöner Kill von Jakim. Der da in den Schacht zu kommen, der PK down. Spot eingenommen. Und diesmal könnte es tatsächlich für den Plant auch reichen. Apex hier noch ein bisschen auf den Spot und besorgen. Hier den Kopf. Rein. Er trifft nicht. Aber er macht viel, viel Schaden. Ganz viel Schaden und lebt immer noch. Ganz viel Schaden. Und jetzt ist aber nur noch NBK in Anführungszeichen. Oh, dieser letzte Kugel. Hier nochmal auf die MP9, Run and Gun, Lies, 29 AP verbleiben, der muss hier mit der Smoke. Er spielt das so gut runter, tanzt das da komplett aus gerade. Jetzt wird er gesehen und NBK verteidigt die Runde für Vitality. Aber was für eine Runde wieder von Renegades. 4 Mann geholt, 4 Waffen geholt, Bombe gelegt. Also ultra knapp wieder. Ja, besser kannst du das wieder gar nicht runterspielen. Genau, also außer dann natürlich noch die Runde holen. Es geht immer besser dann. Selbstverständlich. Ja, so, aber trotzdem, ich würde sagen, kaufen, Force. Ja. Also wenn ich jetzt, wann dann? Vitality muss komplett nachkaufen. Sind so low on money, wenn sie hier gekauft haben. Sehe ich genauso. Also sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, die Nummer zu kaufen. Und selbst wenn sie hier kaufen sollten... Also sie kaufen nur auf 1,7 runter circa, also es sind nur eine Deagles hier. Aber auch die können hier gefährlich werden. Und man geht hier auch nicht wieder blind irgendwo raus, dann spielt das sehr bedacht alles. Vitality nutzt hier früh die Utility auch. Sei es für den Boost, sei es in der Mitte. Schade, dass sie nicht geforst haben, Renegades. Ja, wir sehen es ja auf Vitalitys Seite, die haben kaum Geld. Ja. Nochmal zweimal MP. Ja, sie hätten dann auch auf UMPs und sowas gehen müssen, Renegades, klar. Aber ich jetzt riskiert. Auf dem Boost. Geht man aber nochmal runter mit J-Kim. Also man versucht da gar nicht den Kill zu holen. Eventuell boost man sich jetzt nochmal verzögert hoch. Ja, aber Dreierdeckung in der Mitte, das ist brutal. Man sieht auch schon die Ausstellung von Vitality. Sehr mittelorientiert. Jetzt wird Lavu nicht rausgenommen. Da holt er 2 direkt. Schnell umgedreht. Lias und JKS. Last Man Standing. Bombe aber noch nicht gesehen worden von Vitality. Und Servo nach wie vor unterm Boost. Also er ist eigentlich bekannt, die Position. So kurz gesehen, Lies mit der Support-Flash jetzt Richtung Mitte gleich für JKS. Der soll jetzt hier nochmal Damage verursachen. Gute Flash, guter Damage, aber es reicht es endlich. Servo 3 AP verbleibend. Das ist bitter. 20 Sekunden auf der Uhr. Schöner Laufweg dann über die Red Box und schöne Klicks hier nochmal hinterher. Und jetzt muss er aber schnell gehen, die Bombe nicht vergessen. Einfach auf den Baseball. Und er muss eigentlich sterben, er hat keine Zeit mehr für den Plant. Und sie sterben noch beide. Also das war eigentlich wichtig. Ja, aber trotzdem nochmal die Runde wieder, auch wieder gefährlich gemacht für Vitality. Bringen zwar 3 Waffen durch, aber eine UMP. Oh, eine SMG und dann eine Farmers, eine Ork. Im Prinzip nur eine vollwertige Waffe jetzt gegen die AKs. Ja.
So kann man es auch sagen. Da sehen wir es auch 5x AK, noch keine AWP bei Greatest Faction. Man geht hier nochmal voll auf die Rivals. Könnte ein Indiz dafür sein, dass er vielleicht nochmal Schnelle spielt. Aber es geht da erstmal die Mitte raus. APK mit einem. Oh, diese Mitte-Deckung ist brutal von Vitality. Also das wird eine harte, zu knackende Nuss von den Renegades. APK ist schon vom B gepusht. Ja. Damit nur noch Lias am Leben. Ein bisschen so das gespiegelte Bild gerade auf das 2. Ja, aber also ja. Das ist vielleicht noch ein bisschen früh gesagt, aber Renegades muss sich halt noch ein bisschen darauf einstellen, ja, jetzt. Also dieser Mitte-Block mit drei Mann in der Mitte ist extrem krass. Da müssen sie jetzt erstmal drauf verzichten. Renegades Mitte würde ich jetzt erstmal weglassen. Erstmal gucken, was an den anderen Spots geht. Damit ziehst du sie dann eigentlich aus der Mitte auch wieder raus. Und dann kannst du später wieder die Mitte anspielen. Genau so sieht's aus. Nochmal kurz gesehen auch APK. Holt einen zweiten sogar durch die Smoke. Ein bisschen lucky eventuell. Und sie gehen auch erstmal wieder in die Main rein. Stellen auch gar keine Richtung B oder Mitte ab. Weil jetzt hier Jake ist noch ein bisschen zurückgeht. Sie haben auch nur die Pistolen wieder. Aber viele Smokes, 5 an der Zahl. Auch viele Flashes, die sie da noch eingekauft haben. Da kann man schon den einen oder anderen einstudierten Go eigentlich mitspielen. Auf den Bombenplant gehen und dann gucken, was draus wird. Und noch die Gegenmonitor von MBK. Smokewall. Und jetzt kommen die auch vorwärts gehen. Molotov ist ausgebrannt. Alex hatte ja aber eine schöne Gap eigentlich. Kann ich optimal nutzen. Wird nochmal nachgesmoked. MBK hier am Quad. Holt sich ein. Holt sich nur einen. Also mit dem Reflex. Sein Wu vom Spot wird auch weggeholt. Jetzt Alex. Kann er noch irgendwas errichten? Geht sofort gegen den Plant. Und das schafft er. Lower P hinter Säule. Jawohl. Auch weg. Und dann ist es nur noch JKM im 1 gegen 2. Und ich glaube nicht, dass Jacob schon bekannt ist. Jetzt hat er sich auf jeden Fall bekannt gemacht. Alter, aber das ist ein krasser Shot. Nicht einfach nur auf Position gespielt. Ja, und viele würden jetzt auch sagen, 5-0, das ist ja schon eine gemachte Sache, aber es ist hier noch gar nichts passiert eigentlich. Ja, vor allem 5-0 passiert halt relativ schnell. Sondern, ja. Auch ein 7-1, 8-0. Hast halt eine Equip gespielt, dann eine wieder verloren. Jetzt hast du die zweite Equip nicht durchgebracht. Ja, und jetzt geht's halt wieder los. Genau so sieht es auch aus. Und es geht erstmal Richtung Main, Richtung B. APK aber schon im Ventroom. Könnt ihr gleich eine Support-Flash von seinem Mate verlangen, um da nochmal reinzuschauen. Aus dem Moment könnt ihr natürlich auch rein. Also sieht überhaupt nichts, ist da weiß bis zum geht nicht mehr. Und ich weiß nicht mal, ob er da wirklich ansagen konnte, dass er im Ventum ist. Auf jeden Fall holt sich APK nochmal einen zweiten Kill, hat auch wenig Schaden einstecken müssen. Gerade Section dann mit dem Refrag 2 gegen 1. Trade. Apex hier noch auf dem Spot. Ja, und Schacht ist jetzt auch schon close. Und Sevu kann da, wie du sagst, gleich schon sehr schnell wieder eingreifen. Ich glaube, der Schacht ist sogar komplett offen. Dass er den noch nicht mal aufmachen muss. Window aufgeschossen für Molotov auf den Spot. Apex. Oh, ist blind. 4 Schaden. Richtig Schaden kassiert, jawohl. Ah, sie laufen rückwärts in den Spot rein, weil sie mit Schacht natürlich rechnen. Aber schöne 2 Kills. Alex hier nochmal durch die Wand. JCam im Klatsch gegen 2. Gegen MBK und Alex. Smoked sich hier nochmal den Spot ein bisschen frei. Holt sich dadurch ein bisschen mehr Raum, um hier in der Deckung zu bewegen. Gut, jetzt hier natürlich 1 gegen 1 zu L. Das verliert er in dem Moment leider. Und damit ist es die 6. Runde für Vitality, die durch die gelegte Bombe noch mal ein bisschen extra Money bekommen. Und dadurch könnten sie noch mal theoretisch kaufen. Nicht komplette Utility, aber sie hätten wenigstens AKs, Kevlar und vielleicht 1-2 Smokes dabei noch. Ja. Und man muss ja auch sagen, es sind jetzt 6 Runden. Kommt auf jeden Fall erstmal ein Timeout. Wahrscheinlich von den Renegades. Ja. Und da wird sich jetzt hier nochmal besprochen, was sie auf ihrer T-Seite jetzt hier ändern wollen. Denn so wie es bisher angehen, hat Vitality leider überall eine Antwort drauf.
Und da sehen wir jetzt hier auch nochmal das Geld unten bei Renegades. Also 4-3 bei Granite Faction. Und da wird nochmal gekauft. Und eventuell können wir auch nochmal einen Mittelsplit oder so spielen. Boah, neue Tailbot-Musik. Der DJ hat die zweite Platte aufgelegt. Ja, mal von Kanal A auf B gewechselt. Ach, schön. Wenn die Kette schon mal Schaden einstecken müssen, geht sie hier nochmal hoch auf die Kiste. Wird er aber gesehen, kann auch kein Kill machen. Greatest Section also mit dem sehr teuren Kill, den er da holt. 22 AP verbleibend. Und die Mana-Kontrolle sagt, wo jetzt hier schon wieder in der Mitte. Der ist so aggressiv unterwegs, auch an der MP sogar nur. Und Alex hat hier nur eine USP. Dachten die, die machen eine Eco? Oh, die smoked überhaupt. Ei. So, Molotov und Alex, der stirbt durch die AK sogar. 5 gegen 3 Überzahl, sei Wu ist jetzt nicht schon von die Bombe. Das ist bitter. So, tradet die AK und jetzt gute Position suchen. Bleibt aber close stehen. Boah, das Aiming! So, wie viel kann er noch machen? Sei Wu natürlich auch ein Spieler, der immer Ace-Gefahr dafür gut ist. Genau, so sieht's aus. Also nochmal reingeflasht, nehmen sich die Bombe. Der Vente wird das auch nur gefaked. Nein, so schnell wie sie unterwegs sind, wird sie auf jeden Fall Richtung B gehen. Da wartet aber noch schon Apex auf sie mit der AWP. Der ist man tatsächlich aber schon durchgekommen. Und jetzt schneller Shot von Apex gegen Lies. Der nächste Shot gegen Ezra ist dann der gefühlt einfachere Kill. Schön gemacht. Ja. Also der im Schachtgang fängt an zu schießen, damit da natürlich diese AWP die Position ändert. Und dann ist Lias da eben durch die Smoke gerusht. Unglück, kann er da nochmal rumflicken. Ja. Aber ansonsten also, gute Idee, gedacht, auf jeden Fall. Aber ja, da hier nochmal die verworfene Smoke. Guckt auch nochmal nach, ob die wirklich verworfen ist. Ja, ist die. Hab ich das gerade wirklich gemacht? Saibu entscheidet die Runde mit seinem Move. Ja, auf jeden Fall. Aber meine Frage ist immer noch, die haben doch gedacht, dass Granite Gates gerade eine Eco hatte. Ja, oder das Geld war halt einfach nicht da. Ich habe nicht mehr drauf geschaut, sorry. Vielleicht hat es auch wirklich nur für die USP gereicht. Er hatte 7-8. Er hatte 7-8? Ja. Okay. Also ein bisschen verwunderlich war das auf jeden Fall schon. Am Ende haben sie trotzdem die Runde geholt. Jetzt stehen sie mit 3 Mann vor der Tür bereit. Mal schauen, wie schnell der Go da kommen wird. MBK flasht sich da nochmal durch. Alex hier auf dem Boost wird auf jeden Fall erwartet. 3 AP verbleiben, stirbt dann auch. Unglücklich, dass die Waffe oben liegt, aber Saibu ist hier noch auf dem Spot und der ist hier richtig on point gerade auf Cash. JKS versucht dann da die Bombe safe zu legen. Die geht jetzt auch hier durch. Man muss da tatsächlich nochmal raus. Trotzdem Saibu wird ins Duell gefordert und er gewinnt dieses Duell 2 gegen 3. Ezra gegen Saibu jetzt 2 gestoppt mit einem Magazin. Und nur noch Apex an der AWP und da hat er ihn gerade schon mitgeklatscht. Ist auch für Redbox und dann ist es um sie geschehen. Und die erste Runde, die Renegades holt, ist eine Eco. Ja, so typisch auch im CS gefühlt. Wenn es einfach auf die normale Art nicht reicht, dann muss es so eine unkonventionelle Runde sein. Vielleicht hat er deswegen nur USP davor gekauft. Nur mit USP gespielt, damit er jetzt eine Waffe legen kann. Ja, kann sein, klar. Dann sehen wir nochmal, er schön auch mit den Kugeln gehandhabt. Ja. Dass er da nicht zu lange durchdrückt. Und haben wir hier jetzt die Brasil. Ja, guck. Aber Renegades natürlich auch dazu verdammt, jetzt hier eine Folgerunde zu holen. Das Geld sieht nicht optimal bei ihnen aus. Man geht jetzt ja, die sogenannte. Bei Vitality natürlich aber auch nicht. Also auch ja, wenn sie die Runde verlieren, daran sieht man eigentlich auch wieder, wie knapp die ganzen Runden waren. 8 Runden gespielt, jetzt die erste für Renegades. Und trotzdem ist Vitality broke, wenn sie die Runde verlieren. So ist das oftmals auf der CT-Seite, so hart es klingt. Und MBK jetzt hier Richtung Tür aimen, die Tür ist auf. MBK, das Duell ist hier aber voll blind, schöner Refrag von JKM, aber Alex ist noch da, wird auch gerefragt von JKS. Und damit die Überzahl für Renegades. RPK hier glaube ich schon am Yellow jemanden erspäht.
Will aber auch nicht zu oft ins Duell gehen. Apex kommt jetzt hier sogar noch mit dem Highway. Holt jetzt hier also erstmal raus. 2 gegen 2 Afterplan-Situation. Sie stellen sich. Ja. Oh, nur der Anhit von Satisfaction. Darf da nochmal nachsetzen. Dann sogar der Headshot. Safety first. Schön, ja, schön runtergespielt jetzt hier. Sehr gute Absprachen und ja. Immer der Spieler rausgesteppt, mit dem sie gerade nicht rechnen. Ja. 2. Runde in Folge. Potenzielles 8-7 noch möglich für Renegades. Und du sagtest es gerade schon, die Eco jetzt hier für Vitality. Und mal schauen, wie damit jetzt hier Renegades umgehen können. Wird auf jeden Fall keine Pause gecallt. Wir gehen direkt weiter in die nächste Runde. Und die Nate gegen Saivu schon mal richtig schmackhaft gewesen. Wir machen hier tatsächlich eine 3-2-3-1-1 Deckung. APK allein auf dem B-Spot gelassen. Und selber steht bei Renegade sehr defensiv in der Mitte. Zieht dann da passive Winkel an. Vielleicht jetzt hier auch nochmal vor. Und da wird er auch schon an der Whitebox gesehen, wie er da rumhüpft. Der gute Saivu, der ist jetzt aber schon komplett weggegangen. Move nochmal außen rum und man schleicht jetzt hier sogar nochmal Richtung B-Spot. Dass man hier eventuell sogar einen 5er-Stack auf B spielt. Und jetzt ist es die große Frage, kann Renegades das wissen? Riechen sie das eventuell sogar? Und gehen sie jetzt hier auf den freien A-Spot? Mein Lies ist schon in der Tür unterwegs. Die Bombe in der Main, das wird hier auf dem A-Spot gehen. Da kommen sie problemlos drauf. 30 Sekunden jetzt noch gegen K rumziehen. Also der legt ab, dann kann der Rest durch auf den Spot. Und jetzt sitzt er doch auch. Setz dich, Brudi. Und dann ist es Runde Nummer 3 für die Renegades. Und wieder mit 5 Überlebenden. Genau. Also, wenn Renegades durchkommt, dann meistens echt mit aller Kraft. 4 Leute, 5 Leute. Ja. Also, wenn da nur 3 sterben, dann ist die Runde schon für Renegades eigentlich verloren. Ja. Wobei man sagen muss, die Eco haben sie mit 2 überlebt. Aber so, durch solche Runden baut man sich natürlich auch das Geldpolster auf. Exakt. Das konnte Vitality nicht. Ja, denn die Runden waren sehr knapp. 8. Oder 6. 6. Naja. Im Alter kommt auch die Sehschwäche. So, J-Camp, oh, alle blind in der Mitte. Richtig viel Schaden, aber auch Saivu war blind. Schöne Apps, das hier von J-Camp. Und dann ist die Runde nach 10 Sekunden wieder entschieden. 15 ja. Sekunden. Mitte jetzt. Kurz mal den Staubsauger vorgeschickt. Ja. Apex noch von B. Und wieder 4 Mann, die noch leben bei den Renegades. Aber da war richtig viel Damage gerade. Entweder war es die Nate oder der Molly, aber das hat richtig weh getan. Und dann aber die Gegenflashes, auch Vitality komplett blind gemacht. Genau, so sieht's aus. Ich glaube, Apex wird hier auch nur noch Zeit rausholen. Vielleicht bespricht man sich jetzt ja auch schon, statt einen taktischen Timeout zu ziehen. Man hat jetzt natürlich ein paar Sekunden mehr Zeit durch die gelegte Bombe. Ja, Apex bringt hier bestenfalls die Farmers durch. Wenn überhaupt. Aber er hat einen vollen Granatengürtel noch dazu. Also auch der könnte in der nächsten Runde gut zu gebrauchen sein. Ja, und was das Geld angeht, kaufen können sie jetzt wieder nicht. Also vielleicht ein paar Pistols, vielleicht auch irgendwie so ein Granatenstack mal spielen in der Mitte oder auf B eventuell. Ja. Und Jake ist mit einer 100%igen Headshot-Rate. Das ist dann auch erstmal eine Hausnummer hier. 8 Shots, 8 Gesichter gedrückt. Und dann geht's ja auch schon in Runde Nummer 12. Ja, also, du hattest übrigens recht, wie immer. Wer hier verliert, muss am Sonntag dann noch okay. Also, nicht morgen. Nur um das hier auch nochmal kurz auf. Schöne Shots und Greatest Section in der Mitte.
zwei schnelle Kills und dann darf sein Team hier weiter vorwärts gehen. Und dann wird die Eco einfach wieder eingesaugt, wie ja. Kirby zu seinen besten Zeiten. Bombs und RPKler hast. Die haben ja auch keine Möglichkeit, irgendwie mal einen Digger-Shot oder so zu drücken. Scheiß können die rausdrücken. Nichts. Da sind okay. einfach die Kabel durchgeschnitten, da geht gar nichts. Jetzt ist Renegades wieder zurück, guck, jetzt lächeln sie auch wieder. Und so schnell holst du dann einfach mal 5 Runden zurück und jetzt die erste Timeout von Vitality. Wenn mal Kabel flicken, ne? Wenn die durchgeschnitten wurden. Ja, so ist das. Nach dieser Begegnung hier folgt übrigens Navi gegen Avangard. Das wird dann die nächste Partie sein und heute Abend Made in Brazil gegen Ninjas in Pyjamas. Dann treffen die alten Legenden nochmal aufeinander. Zumindest was die Namen angeht. So sieht's aus. Das wird, glaube ich, echt ein spannendes Spiel. MIBR, Ninjas in Pyjamas. Mal gucken, wer sich das Ticket für die Playoff-Stage sichern kann. So sieht's aus. Kurzer Tweet auch nochmal gerade eingeblendet worden von LMBT, der hier auf jeden Fall sagt, egal was, wie es hier ausgeht, Hut ab, Kassert, was er hier aus Renegades gemacht hat. Ja, definitiv. Also man sieht, da ist auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Leistungsschub und ja, Excuse hat es ja auch schon gesagt in der Analyse vorhin. Man sieht einfach, Renegades ist eine Einheit, die Teamchemie stimmt, da ist der Spaß im Spiel da, man ist konzentriert und es funktioniert halt einfach alles. Ja. Und bei Vitality versucht man halt einfach aufs Aiming zu setzen und es ist einfach noch ein bisschen Chaos und Hektik drin. Ne? So sieht's aus. Und wenn dann da mal ein Saivu nicht trifft oder auch ein Apex nicht trifft, dann sieht's dann mal ganz schnell schwarz aus. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Noch sind sie in Führung, wohlgemerkt. Und noch können sie hier auch die Halbzeit gewinnen. Es liegt, sie haben es selber in der Hand. Man ist ja auf den Wust hochgegangen. So, Lias. Boah, Dick! Das ist halt ach, unmenschlich. Du Heiliger! Wirklich, wenn du sowas aber auch in die Schnauze die ganze Zeit bekommst, da hast du auch keinen Bock mehr. Nee. Wirklich im Weglaufen, rückwärtslaufen hinter das Y, knallt er einfach nochmal einen Shot aus Versehen raus und er landet im Kopf bei MBK. Ja, da willst du eigentlich nicht mehr facen. Das ist halt echt eine Machtdemonstration in den letzten 6 Runden, was sie an den Tag legen. So nach dem Motto, Vitality, es war ein bisschen hart, was du auf das Zeug gemacht hast. Genau. Lass dir mal einen Vorsprung ausarbeiten. Genau das. Hier, was er sagt. Wirklich, genau so fühlt sich an, so, ne? Wirklich, das zwei haben wir euch echt eine Abreibung gegeben. Komm, spielt ihr erstmal, zeigt mal eurer französischen Szene, euren Fans, dass ihr auch da seid. Wir machen kurz ein bisschen langsam. So. Haben dann die Bildschirme eingeschaltet. Ja, jetzt geht's wieder. Hier, guckt ihr diesen Shot gleich mal an. Weglaufen. Und du denkst dir so, oh, ja. Und Harry Potter denkt sich auch, okay, na gut. Den Spell habe ich rausgedrückt. Ja, hat einen Cooldown von 30 Sekunden aber, ne? Ja. So. Ene Mene, Franzosenschreck, dich mache ich jetzt auch noch weg. Hex, Hex. APK wehrt sich auf jeden Fall hier nochmal. Rächt sich für Saivu. 4 gegen 4. Beide Teams wieder an den Waffen. Und der B-Go jetzt mal wieder soll das Mittel bringen. Ich glaube sogar tatsächlich, Vitality hat die letzte Runde auf dem B-Spot gewonnen, die sie angegangen sind. Auf jeden Fall wird jetzt das Fenster zerschossen, dann kommt der Molotov da reingeworfen. Ganz sehr zügig, damit man auch nicht sich zu früh verrät. Apex. Und das schmeißen sie immer wieder. Molly, dann die Flash, damit wenn er blind ist und eine Molly steht, es halt auch nicht merkt. Oh, aber Alex. Oh, kann sich wehren gegen 2. Bekannt. 7-7, liebe Leute. Ausgleich für die Renegades. So, Harry Potsberg war das. Vielleicht ja, haben sie ich auch. Ich muss zugeben, ich habe Harry Potter nur den allerersten gesehen. Ich weiß, was er sagt. Ja. Avada Kedavra. Oder so ähnlich. Ja,
So, also aus einem 7-0 wird ein 7-7. Und wir sagen, willkommen zurück im Leben, Renegades. Und so sieht's aus. Wenn sie denn jemals irgendwie mal tot gewesen sein sollte, ein APK hier voll blind. Aber man geht da gar nicht erst hinterher. Wieder die Main soll es wohl sein, die sie angehen werden. MBK sogar im Reload die Info geholt. Jacob wird jetzt hier gesehen. Kein Refake möglich. Die Smoke, wenn... Ich sag's doch, nicht möglich. Dann holt ihr nur die Smoke einfach. Frech. Und wie willst du dich da wehren? Ja. Du denkst, geil, Smoke, ich kann nicht geholt werden. Und dann kommt der AWP schon. Ja, jetzt pass mal auf, wie gleich Salvo dann noch weggeholt wird. Oh, Granite Faction. Das war ein kleiner Verschießerle. Aber der nächste sitzt. Nur eine Chance haben sie. Apex auch nochmal gesehen worden. Oh, ist das wunderbar, was er hier in den Tag legt. So, Saibu. Oh, wird doch nicht geholt. Schade, ich dachte, jetzt checken wir aufs Eck. Kommt sogar noch einmal eine AK, das kann jetzt nochmal gefährlich Nate. Werden. Kurz. Ja. Ah, 30 Damage. Das ist okay. Vierter Kill und deswegen erst APK kann ihn da dann jetzt stoppen. Man boostet sich jetzt hier sogar nochmal auf den Quad hoch. Köpfchen wird gesehen. Beide Spieler damit bekannt. APK versucht im Spray. Die Zeit rennt gegen ihn. Und wenn er jetzt zeigt, die geil. Lion ist dann schlussendlich mit dem Kill. 8-7 Halbzeit nach 7-0 für Vitality. Wir gehen gleich in eine ganz kurze Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier in Halbzeit Nummer 2. Willkommen zurück auf DE Cash, dem Pick von Renegades, die sich in den letzten 8 Runden nochmal die Führung erkämpft haben.
haben die Franzosen ein bisschen vorspielen lassen, haben das Ganze adaptiert und dann einfach mal schnellstmündig umgedreht. An meiner Seite immer noch der liebe Knochen. Ja, so sieht's aus und es ist wirklich absolut verblüffend, was Renegades hier fabriziert und gerade leistet. Also es ist wirklich so, die Franzosen haben auf der ersten Map noch geschlafen, dann hat Renegades sie mal geweckt und geguckt, ob sie wirklich irgendwie schlafen. Gesagt, komm, dann macht ihr erstmal. Und dann gesagt, bei 7:0, okay, jetzt reicht's, jetzt spielen wir auch mit. Und dann holen sie 8 Runden in Folge. Genau, also mal gucken. Sieht es aus, Renegades ist hier auf der CT-Seite. Also, es war der Seitenpick, wohlgemerkt, von Vitality auf der CT-Seite zu starten. Also eventuell auch da die stärkere Seite gewesen. Ja, und der Krummel hat mir auch geantwortet. Er schrieb, Enemene, Matsch im Kopf, Knochen kriegt einen Zaubertropfen. Alles klar. So sieht's aus. So, Vitality auf jeden Fall auf dem Weg Richtung A, die Bombe in der Tür. Das wird sehr defensiv gehalten von Renegades. Das wird also ein A-Retake gleich werden. Sie haben Smoke Molotov tatsächlich, das Kit auch bei Lies und der kann jetzt hier die Infos holen. Smoke ist da, da kommt aber noch nicht mehr, dadurch auch noch keine Rotation, keine Overrotation. Jetzt kommen die Shots durch und wir sehen auf der Minimap noch gar nichts. Erst jetzt die Rotation, in dem Moment, wo die Bombe gelegt ist, stürmen sie Richtung Lies, um Harry Potter da zu unterstützen im Kampf gegen Voldemort. Ja, und hier fliegt gleich der Quidditch auf den Platz. Molotov jedenfalls squattet damit 3 verscheucht, aber seit wo hier? Ja gut, die laufen aber auch alle in die gleiche Linie da rein. Starke Piste von Vitality. Ja, oder schwache von Renegades im Retake. Genau, wie man es gerne betrachten möchte. Natürlich hat Saivuda auch Glück, dass ihm da alle reinlaufen. Aber das ist ja nicht nur Glück, das ist natürlich auch Skill und Positioning, was er da an den Tag legt. Dürfte jetzt wahrscheinlich auch eine Eco sein bei Renegades. Ja, ja, ja. Da sieht man es nochmal in der Overview. Richtig schön. Ja, das war gut. Das war auch wichtig für Vitality. Oh, wir sehen es bei Renegades. Geforst. Runtergekauft. Eine Scout im Rennen. Ansonsten Diegel, Weste, Helm. Da wurde auf jeden Fall sehr, sehr viel investiert, außer bei Credit Faction, damit er dann in Runde 4 AWP spielen kann. Genau so sieht's aus. Schon vorgerechnet. Also hier im Duell auf jeden Fall schon mit Alex, der dann natürlich einiges ein bisschen schon mal einstecken musste. J-Cam kriegt ja aber ebenfalls den Shot schon mal ab. Die Nate hinterhergeworfen gegen APK. Trifft auch das Ziel. Dann sind es nur noch 3 Shots, aber hier werden auch die gerade einen hin und her geworfen. Und dadurch zieht man sich jetzt hier auch nochmal auf den Spot zurück. Möchte kein allzu leichtes Ziel sein für Vitality. Die sich hier in der Mitte erstmal zusammengetan haben. MBK auf jeden Fall mit dem ersten Shot gegen Greta Section. Der aber vorher auch nochmal ein bisschen ausgeteilt hat. 16 HP noch bei MBK verbleiben. Ezra wird jetzt hier schon von hinten angeschossen. Hat er versucht, in die Tür ein bisschen reinzupushen. Die vielleicht auch zu verschließen. Köpfchen vom Van von MBK wird gesehen. Der hat auch Low HP. Da muss nur ein Shot richtig treffen. So war es jetzt nochmal von JKS. Hat ihn echt noch nicht gegeben wieder. 3 Spieler damit low schon von Vitality. Ja, aber trotzdem safen müssen sie jetzt. Ja. Bombe wird jetzt gelegt und dann heißt es für Renegades alles durchbringen. Einfach die Waffen plus Weste, Helm zu wertvoll jetzt gerade. Und damit können sie in der nächsten Runde eigentlich nochmal ganz gut versuchen, Damage zu machen. Genau so sieht es hier auch aus. Vitality bekommt hier kein extra Money durch die SMGs. Man darf auch selber gar nicht mehr hunten gehen, denn man hat auch gar nicht die Kohle eigentlich, um hier das Kevlar plus eventuelle Arke gleich nachzukaufen. Dann haben sie der Renegades ja sowieso gleich hier in der Eco wieder. Also auch da können die SMGs nochmal sehr gut spielen. Und die Möglichkeit dadurch, jetzt hier auf eine 10. Runde recht schnell zu kommen. Und die Stimmung der Franzosen ist auch noch nicht allzu happy. Also man scheint auch trotz der Führung jetzt hier nicht sehr zufrieden mit der eigenen Leistung zu sein.
Ja, die Frage. Aber immer noch kein Timeout auch. Also von daher, man lässt sich noch Zeit. Genau, sieht's aus. Hat aber die Waffen okay. Von eben gerade nochmal dreimal sogar Kevlar mit Helm, die gegen die SMGs ja natürlich nochmal was einiges aushalten können. Ja. Ja, und die einzige Frage, die man sich ja hier stellen muss, ist, wie gut kann Vitality aufspielen? Also an Renegades wird es am Ende nicht liegen. Die Frage ist nur, was kann Vitality gegenhalten? Und da vielleicht dann auch taktisch auf der T-Seite durchbringen. Sie können auf jeden Fall Cash spielen, so viel steht fest. Aber wenn Renegades hier ins Spiel kommt, rauskommt, dann wird es halt auch wieder ganz, ganz schwer. So sieht's aus. Also man muss hier den eigenen Gameplan idealerweise durchbringen, direkt konstant weiterspielen. So, schön jetzt wieder diesen Go am A da aufgehalten. Jetzt müssen sie über Mitte spielen, schieben nochmal B rüber. Und das alles auch sehr, sehr laut. Jakim sieht es, aber der B ist offen. Das heißt, sie müssen den in den Retake spielen. Sieht aus und die Frage natürlich. Also man wird wahrscheinlich sowieso in den Retake gehen, weil man hat genug Geld für die nächste Runde. Möchte auch noch möglichst die Schaden bei Vitality anrichten, dass die auch ihr Geldpolster nicht weiter ausbauen können. Bombe jetzt hier ganz klassisch für Maus gelegt. Man wird jetzt hier die Smokes so abwarten. Alex hier war schon im Connector unterwegs. Holt sich auch JKS in der Zwischenzeit auch schon Ezer gefallen. Aber JKM und Lies hier mit den Deagles 2 rausgenommen. Und JKM hier oben im Heaven alleine gegen 3. Müssen hier nochmal 3 Zauberklicks herkommen. 1 gegen APK. MBK bekannt. JKM aber auch schon Low AP. Eventuell kann er dann sogar noch MBK halten, dass der noch durch die Bombe auch noch stirbt. MBK schon auf dem Weg zum CT. Und dann stirbt nur JKM. MBK kriegt da zwar nochmal Schaden ab, aber es reicht nicht. 2 Waffen durchgebracht durch Vitality. Muss er jetzt nachkaufen auf jeden Fall. Die Renegades können jetzt erstmals wirklich Waffen kaufen. Damit sehen wir jetzt hier auch das erste Mal so eine richtige Runde auch von den Australiern auf ihrer CT-Seite und können uns da jetzt erstmal anschauen, was die denn hier für einen Gameplan auf ihrem eigenen Map-Pick vorbereitet haben. Oh, AWP bei Greatest Faction, das stand außer Frage. Und ansonsten 4-mal Ork. Und Vitality eventuell jetzt auch schon direkt in einem kleinen Tempowechsel. Einfach stumpf auf A zu gehen, das muss nicht von der Erfolg geprägt sein, denn bei Renegades hat man genug Granaten, das Ganze hier zu denyen. Molotov, Smoke, aber viele Molotovs hier auch hinten ins Portrait, muss jetzt erstmal gelöscht werden. Über die Redbox ist auch schon Apex durchgeflutscht, Lies wird jetzt hier direkt rausgenommen, Apex wird aber getradet. Und Ezra hier vom Spot aus holt sich ein, MBK voll blind. Oh, 3 gegen 2, 3 gegen 1, jetzt ist nur noch Alex. Die Bombe verloren im Spot. Und dann wieder gesehen. Ach, Renegades überlebt mit 3. Ja, zu einfach wieder gespielt von den Franzosen. Also, ja, Smoke Go, aber das erwartest du dann halt auch. Wenn, Standard. Wenn diese Smokes halt geflogen kommen, dann callst du halt einfach alle rüber, egal ob du die Bombe oder Gegner gesehen hast oder nicht. So, der Frack gegen NBK, Ecke war gut. Das war quasi blind in NBK reingeschossen, weil da die Smoke lag, aber ansonsten halt keine Räume eingenommen, nicht das Spiel breit gemacht, alle stehen irgendwie im Spot verteilt. Und dann Renegades dann einfach super schnell da. So sieht's aus. So. Ja, die Side Around jetzt, wer die verliert, muss wieder in Eco gehen. So sieht's aus. Und direkt auch bei Vitality jetzt wieder ein bisschen zaghafter unterwegs. Sieht da eventuell auch von Renegades. Man kann jetzt nicht sagen, überraschen lassen, aber bei Vitality wirkt das so, als wenn sie so überrascht werden, wenn Renegades aber zurückschlägt. Ja. Nach dem Motto, verdammt, die können ja auch was. Apex aimt das Ganze auch Richtung Boost nur mit einer Deagle ab, die aber da gefährlich werden kann. Man sieht nur das Köpfchen, damit wenig Zielfläche da für Apex. Er sieht gar nichts. Er hat gar nichts gesehen auf jeden Fall. So, und jetzt könnte er natürlich super schnell Main hinterherkommen, sobald da irgendwie Go kommt und Lias den Call macht, wird Jakim sofort hinterherkommen.
MBK gleich aber die Mitte raus, wenn der sich da nochmal umdreht. Und sie laufen aneinander vorbei. Bacon. Ezra hat hier nach hinten keinen Fokus. In der Mitte, wo gemerkt, auf dem Radar sieht man das gerade und jetzt ist es auch so. Bacon. Geht da leider sofort auf den Shot drauf. Damit kann er mit seiner Überraschungspose jetzt auch nichts mehr machen. Aber Greatest Section immer noch im Leben und das an der AWP. Und der trifft hier momentan alles. Saivu hier auch ohne Fokus nach hinten in die Flash. Und der kniet da und deswegen trifft Jacob ihn nicht. Dann aber durch die Smoke, viele Hits, APK, Last Man Standing. Noch Apple wieder dreimal überlebt. Der Ausgleich für die Renegades. Ach, krasse Runde von Greatest Faction. Ja, krass. Auf jeden Fall. Wirklich, wirklich sick. Ja. Dann gibt's auch die Küsse. Mi gusto. In die Menge. Mi gusto. Das war wirklich stark. Wieder timingmäßig alles gepasst, alles geklappt. Greatest Faction passt super gut auf mit seiner Arme. Oh, und der Shot dann noch mit der USB. Einfach nur auf Gesicht. Und da gibt's sogar den Kuss auf den Kopf. Ein Kassatschen Knutscher. Und es ist die ekelste, die Russin AK bei NBK. Die Nate APK, dem halben Leben schon beraubt. Und es sah zunächst sehr dann. Oh, schöne Shots, die aber von Vitality. Eine Waffe schon mal for free aufgehoben. Und auch MBK war schon mit der AK erfolgreich gewesen. Also 3 gegen 5 Überzahl für Vitality. Und auch hier ist es so gefühlt das erste Mal, dass Vitality in der Waffenrunde mit zwei Mann sehr früh in Führung geht, ohne dass es irgendwie auf dem Spot ist oder so. Damit Renegade auch nur mit einer 1-1-1-Deckung momentan die Spots bewachen kann. Wobei sich jetzt ja auch schon Ezra Richtung A bewegt. Ja, trotzdem holdable die Runde. Auf jeden Fall. Vor allem Alex, kein Kevlar, gar nichts. APK, Saivu, beide ohne Helm. Das ist machbar für die Augs. Und wir haben immer noch Greatest Faction AWP am Leben. Der hier momentan alles trifft. Und der geht jetzt hier auch erst Richtung B. Aimt das Ganze jetzt hier nochmal an. Hier sogar eventuell ein richtig gutes Zeitfenster. Molotov. Ein holt er sich raus, geht wieder in Deckung. Zweiter trifft er nicht. Seine Mates müssen jetzt hier schieben auf jeden Fall. Wird dann umlaufen von Saivu. Ja, und sie gehen safen. Ja. Sie gehen hier die Bombe saven. Die Waffen. Ja, klar. Die Waffen. Aber. Wäre ja auch cool, wenn sie die Bombe einfach klauen können. Absolut. Mit dem Lasso eingefangen. Alex kriegt sogar von seinem Mate den Schotter ab. Da wird hier gerade auf alles gezielt, geschossen, was sich bewegt. Ja, und geldmäßig Renegades. Wird schwierig, auch mit diesen zwei gesaveten Waffen. So sieht's aus. Also eventuell schickt man gleich beide Waffen auf einen Spot oder eine und eine Waffe. Aber der Rest müsste eigentlich jetzt hier nochmal saven. Und eine Eco eher gesagt spielen. Wir sehen zu deinem Hintergrund Red Faction hier mit 20 Kills natürlich Topfragger nach 21 Runden. Und es gibt sogar nochmal ein taktisches Timeout. Ja. Von den Renegades. Ja, 2 Timeouts haben sie noch übrig. Auf jeder Map hat man 4 Timeouts zur Verfügung, a 30 Sekunden. Man darf nur ein Timeout zur gleichen Zeit nehmen, also keine Doppel-Timeouts, um auf eine Minute zu verlängern. Und ja, sobald die Map zu Ende ist, erlöschen natürlich auch die Timeouts. Also man kann keine sparen und dann auf die nächste Map mitnehmen. Nimm BU3 einfach auf der letzten Map 12 Timeouts haben. Ja, theoretisch möglich. Jede zweite Runde. Aber, ja. Und wenn das beide Teams machen, dann hast du jede Runde Timeout.
Ach ja. So, Apex auf jeden Fall unter Molotow gestanden. Das wurde ihm dann nach einer Zeit dann doch zu heiß. Geht dann nochmal einen Schritt zurück. Greatest Faction hier sogar die AUG. Ich glaube sogar selber gekauft. Also die haben wir nochmal runtergekauft tatsächlich. Löscht ihr das Ganze hier nochmal ab. Macht sie natürlich dadurch auch bekannt. Aber da zielt auch gerade gar keiner nach. MBK hat eventuell die Füße in der Smoke gesehen. Das ist ja auch mal so eine Sache, dadurch, dass sie Client-basiert gerendert wird. MBK wird jetzt hier auch nochmal hochgeschickt. Aber Whitebox sieht sie auf jeden Fall mit Ether. 4 HP. Das hat natürlich auch kräftig weh getan. Und Jacob vielleicht wieder mit gutem Timing jetzt. Oh, nein. RPK kommt rüber geschoben. Jacob hatte da auf Mitte-Verschieber gehofft. Vom A-Spot aus. Aber noch sehr langsam vom Vitality. Auch 40 Sekunden auf der Uhr. Sie haben eigentlich kaum Räume hier. Haben zwar die Tür in der Kontrolle, die Mente Kontrolle, aber auf dem Spot haben sie noch gar keine Infos, wo jetzt hier der Rest von Renegade steht. Und sie gehen tatsächlich auf den A-Spot, wo Renegades mit voller Mannesstärke vorzufinden ist. Währenddessen MBK auf B jetzt die Infos gerade hat. Hier ist kein Schwein. 15 Sekunden aber auf der Uhr, jetzt wird das sogar knapp. Nicht mehr weg. Oh, aber sie machen noch zwei Kills. AKS muss jetzt hier irgendwie brillieren. Und dann wieder umlaufen von MBK. MBK da. Boah, das hätte gerade nochmal richtig in die Hose gehen können. Aber MBK zum Glück richtig schnell die Beine in die Hand genommen. Und dann rüber gegast über K zum B-Spot. Runde Nummer 12 bei Vitality. Und eine Folgerunde wieder. Ja, weil Renegades jetzt hier in die Sparrunde muss. Und damit sind wir dann auch schon bei theoretischen 13 Runden für Vitality. Und die können hier tatsächlich den Map-Pick bzw. den Map-Win riechen. So langsam. Aber ist natürlich noch nicht vorbei. Renegades hat da noch ein, zwei Buy-Rounds auf jeden Fall. Und Vitality entscheidet sich auf jeden Fall erstmal hier Richtung B-Spot zu agieren. Apex, MBK machen jetzt mal einen Frax. Hopp. Die Molle ist richtig viel Arbeit gemacht. RPK. Oh, war das Teamkill? Nein. Zwei Kills aber und der AK for free for lies. Ja, aber fast Teamkill. Ja. Ich glaube, der wird nur noch laufen. 40 Sekunden irgendwo in der Ecke absitzen, in die nächste Runde gehen und dann wieder kaufen. Das laut, so ist die Devise erstmal hier bei Renegades auf jeden Fall. Und dann wird die Luft langsam auch dünn für das australische Team von Renegades. Jetzt, ab jetzt muss eigentlich alles wieder funktionieren bei ihnen. 13 Runden auf dem Konto der Franzosen. Jetzt muss wieder gekauft werden. Greatest Faction vermutlich wieder an der AWP. Wenn es geldtechnisch nicht reicht, schauen wir gleich. So, und dann müssen sie erstmal hier 3 Runden in Folge holen, damit sie beim 13-13 stehen. Ja, und Cash hier auf jeden Fall noch lange, lange nicht vergeben an die Renegades. Genau so sieht's aus. Hier ist noch alles möglich für die Australier. Und es geht hier in die nächste Buy-Round, wie gesagt. Man muss jetzt hier aber auf jeden Fall die Runden holen, so langsam. Denn es sind so langsam auch Key-Rounds für sie selber. Allzu viele Fehler dürfen sie sich jetzt hier nicht mehr leisten. Und die Frage ist, wer sieht hier wessen Füße zuerst? Steht auf jeden Fall schon mal vor B bereit. Flash Richtung Ventroom. Jetzt sieht er hier die Füße, schießt ihn, macht dadurch bekannt. Flash ihn nochmal weg. Und Molotow hinterher, Greatest Faction jetzt hier aus dem Heaven, verschießt aber erstmal. MBK holt sich in der Zeit aber JKS. Man ist ja auf dem B-Spot tatsächlich raufgekommen. Viele Smokes. Und man könnte eigentlich schon wieder saven die Waffen für die nächste Runde. Der Section fällt jetzt hier sogar nochmal. Und Jake haben hier schon erzählt, die Alex ist sogar in der Main erfolgreich. Und das dürfte die 14, das müsste die Runde Nummer 14 sein für Vitality.
Und Renegades auf ihrer CT-Seite noch ohne Impact wirklich. Jacob. Ja. Da kann er nur noch einen machen. Ja. Na, Lies mit der Auge gesaved. Wenn er die denn überhaupt noch durchbekommt. Noch nicht. Einen holt er sich, den zweiten holt er sich auch noch. Also ja, die Auge darf er behalten. Na, zumindest nochmal teuer gemacht für Vitality, aber die sind alle im Bereich um die 10k rum. Da ist es auch für sie halb so wild, wenn man da nochmal nachkaufen muss. Oh, die Shots im Apex durch die Smoke gegen die AWP. Ja, dritte Map wäre dann Inferno. Und auch da beide Teams sehr, sehr stark auf diese Map. Ja. Also ich denke mal, da wird es dann auch wieder ein sehr knappes Ergebnis werden. Wenn nicht hier Renegades noch irgendwas aus dem Hut zaubert. Ich mache erstmal wieder nur Pistolen. Das müsste die fünfte Runde dementsprechend werden. Es sei denn, die Deagles regulieren. Hier, das haben wir auch schon auf Mages ein oder andere Mal gesehen. Letzte Section mit dem ersten. Lies an der Aug. Kann leider nicht früher eingreifen. Dadurch wird die Section erstmal gefallen. Aber trotzdem noch Überzahl für Renegades. Sieht jetzt hier die Waffenspitze im Wendt. Der gute Jacob. Und JKS mit der nächsten Deagle-Schelle. Und Saivu, Last Man Standing gegen 3. Und so schnell kann es gehen. Und dann sind sie wieder dabei. 14 zu 11. Es ist immer, weißt du, dann müssen sie halt so eine Schrümpelrunde einfach holen. War es nicht auch die Eco in der ersten Halbzeit? Ja. Die erste Runde? Ja. Und danach ging gar nichts mehr. Danach ging bei den Franzosen gar nichts mehr, das ist richtig. Eieiei. Aber auch von der ADR her bei Renegades total ausgeglichen. Da tut sich eigentlich kaum einer. Und Vitality auch hier wieder eine Keyround für sie. Renegades hier voll gekauft. Die haben auch in der nächsten Runde dann kaum noch Geld. Drei Spieler könnten kaufen. Bei Vitality könnte das schon wieder ganz anders aussehen. Also eigentlich eine Pflichtrunde, die sie jetzt hier holen müssen. Saivu holt auf jeden Fall erstmal Acer. Auf den Spot, Molotov Richtung NBK, Molotov Richtung Quad. Gleiche Kombination wie immer. Und Lies sieht hier schon den ersten, kann den ansagen. Der Host, Apex holt sich aber einen Kill, der NBK ebenfalls dabei. Lies immer noch im Leben. Jetzt von Apex getradet, jetzt ist nur Jacob gegen 5. Und auch der kann jetzt hier eigentlich nichts mehr machen. Die Bombe liegt hier sogar noch vor der Main. Es hätte theoretisch sogar nochmal gefährlich werden können. Und Vitality ist schon auf der Jagd. Ohne dass sie überhaupt die Bombe gelegt haben. Und damit also jetzt hier die safe Overtime für Vitality. 15 zu 11 der Zwischenstand. Und Renegades muss jetzt hier 4 Runden am Stück holen, um sich in die Overtime zu retten auf ihrem eigenen Pick auf Cash. Sehen wir nochmal die Shots von Vitality. Timeout Musik symbolisiert uns auf jeden Fall. Er zeigt uns, dass es hier einen taktischen Timeout gegeben hat oder gerade gibt von den Renegades. Ihr vorletztes Timeout wohlgemerkt. Und es ist wieder so eine halbe Runde, die wir. Schrippelrunde. Ja. Ist genannt. JK ist noch mit 5-6, der wird hier auch nochmal eine Waffe kaufen. Vielleicht wird er diskutiert, ob er die AWP legt. Man weiß es nicht. Ah, nee. Ja, er kaut in der Aug. Vielleicht noch eine SMG noch dazu. Ja. Irgendeine UMP noch rausdrücken. Der Greatest Section hatte sogar die AWP. Das ist, lag die irgendwo schon rum. Ja. Jedenfalls so, nicht. Jetzt gilt's. Renegades. Oder nicht, Renegades? Gibt es nochmal eine Vertagung auf Map Nummer 3? Greatest Faction sieht das Ärmchen. Und jetzt muss er hier raus. Schöner Schuss von Apex auf jeden Fall. Also er verzieht hier mit der 5-7 im ersten Moment. Dadurch aber auch schon bekannt. Und die gehen jetzt ja auch raus. 2 gegen 5.
gegen die Renegades. JK ist auch schon gefallen. Nur noch Jacob am Leben. Der versucht hier natürlich alles nochmal dafür zu geben, dass sie nur die Runde klappt machen. 16 zu 11 lautet aber das amtliche Endergebnis auf Map Nummer 2. Also Entscheidung vertagt, zumindest nicht auf dieser Map. Also die Inferno wird kommen, die Franzosen wieder etwas back in game, auch wenn das noch nicht ganz so glanzvoll war, wie man es die letzten Tage da von Vitality gesehen hat, wo sie ihre 2 Siege erzielt haben. Aber sie werden auf jeden Fall, so fühlt es sich zumindest an, langsam wacher hier in diesem Turnier. Erste Map überhaupt nicht gesehen, jetzt sitzen auf jeden Fall mal die Shots. Zweite Halbzeit deutlich stärker gewesen, erste Halbzeit gute Anfangsphase. Ja, auf jeden Fall. Dann unter die Räder gekommen, jetzt aber zweite Halbzeit mehr oder weniger nur 2 CD-Runden zugelassen. Diese eine Eco da mal ausgeklammert. Ja, also keine schlechte Ausgangslage jetzt für die Franzosen, hier auf Inferno nochmal richtig Vollgas zu geben. Und Renegades muss sich jetzt auch wieder sammeln, denn das, was wir von ihnen gesehen haben in dieser ersten Map, Aim-Stärke, gutes Timing, gute Taktiken, das müssen sie jetzt auf Inferno spätestens wieder abliefern. Also wir sind gespannt, gleich nochmal in der Analyse für euch, natürlich Grummel und Excuser. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich zurück hier bei 99 Damage mit dem IEM Katowice Major 2019.